Sie haben sich feierlich für ein Leben lang die Treue versprochen. Jetzt sind Sie nach kurzer Zeit schon wieder getrennt. Das schmerzt mich. Es geht um ein Paar, das ich gut kenne. Leider gibt es zu viele Verheiratete, die geschieden sind. Die Ursachen dafür sind sicher vielfältig. Mir scheint, ein Grund dafür ist vor allem, dass Paare zu wenig fähig sind, einander die Fehler einzugestehen. Sorry, das war nicht nett von mir. Verzeih mir. Ich denke mir, solche Worte würden Paaren gut tun. Dazu kommt natürlich auch die Bereitschaft zu vergeben. Mir scheint, wenn diese Fähigkeit nicht da ist, dann sammeln sich Fehler oft zu schweren Lasten zusammen, die dann keiner mehr tragen kann. Mir scheint, wir alle und vor allem auch Paare können sich immer mehr einüben in die Fähigkeit zu sagen, sorry, es tut mir leid oder ist vergeben. Und ich bin überzeugt, dass vor allem der Glaube an Jesus dabei eine große Hilfe ist. Wenn ich zum Beispiel beten kann, Jesus, das, was ich gemacht habe, war nicht okay. Ich glaube, dass du der Gott bist, der mir Sünden verzeiht. Bitte vergib mir. Danke. Wenn ich das glauben und beten kann, dann fällt es mir auch leichter, die Menschen um Vergebung zu bitten, meine Fehler einzugestehen und auch anderen zu verzeihen. Das ist mein Tipp für Paare, damit ihre Beziehung besser gelingt.